Ja, hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, oh mein Gott, Graveyard Keeper Folge 85 müsste das jetzt sein. Die kommt am Sonntag. Ja, heute müsste Sonntag sein. Juhu. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bevor wir wieder eine Zeremonie abhalten. Genau, wir haben ja ein bisschen Wachs besorgt und so, wir müssen noch ein bisschen weiße Farbe herstellen, wir müssen noch ein bisschen, ja, ein bisschen was machen, aber das geht schon noch. Wir haben ja noch einen kleinen Moment Zeit. Das sagt sie jetzt. Wir kennen sie gut genug. ja, müssen wir einfach mal gucken. Tatsächlich habe ich jetzt gerade irgendwas im Hinterkopf gehabt und habe tatsächlich jetzt auch vergessen, was ich jetzt eigentlich wollte. Warte mal. Zeremonie. Ich glaube, gebaut haben wir soweit eigentlich alles. Da ist jetzt eine Theologie. Da geht es dann bloß noch um den Schein des Glaubens mit diesen Dreiern. Da fehlt uns halt noch ein bisschen was an blauen Punkten. Das ist jetzt aber auch nicht so dramatisch. Genau. Jetzt gucken wir mal. Die Leiche kam ja gerade an. Ich habe ja gesagt, mit viel Glück kriegen wir das dann doch noch irgendwie hin. Oh mein Gott. Okay, die können wir sowieso wegschmeißen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier kommt dann die nächste. Dann machen wir dann die Lauge. Okay, dann kommst du dran. Da, oh, die ist nicht gut. Also nicht so gut. Die ist schon okay, aber könnte auch besser sein, ne? Naja, schauen wir mal. So. Ne, das irgendwie alles wegmachen. Ich habe gerade überlegt, ob wir hinten noch einen Fest machen. 2, 4, 6. Ich glaube, das könnte eine Sima werden. Naja, könnte schon besser sein, ne? Ne, die werden wir wahrscheinlich auch verbrennen. Ja, es, man müsste eigentlich gucken, dass man mal wieder so ein paar Leichen irgendwie verbuddelt. Ja. Machen wir dann schon auch noch. So. Das war jetzt nicht richtig mit der Raupe, aber das ist jetzt auch keine Katastrophe. Ich weiß tatsächlich nicht, wo diese Einhörner hin sind, ne? Das, also irgendwie, keine Ahnung. Die sind irgendwie, ich weiß auch nicht, weg. Tatsächlich bin ich da so ein bisschen erschüttert drüber. Ich weiß nicht, was ich mit denen gemacht habe. Vielleicht habt ihr ja eine Erleuchtung, was das angeht. Wo habe ich die hingeschmissen? Ich kann es echt nicht sagen, ne? Ich weiß es tatsächlich nicht. Irgendwo müssen sie ja sein, weil hier in der Kiste steht definitiv eiserne Einhörner. Hm, keine Ahnung. Bei Cresswold war... Ach so, Quatsch, was mache ich denn jetzt? Naja, reden und machen ist nicht immer unbedingt meine Stärke, aber wurscht. So, dann bauen wir hier die Scheiterhaufen mal noch schnell auf. Und dann, ja, ne, geht's dann gleich weiter. Oh, das ist schon wieder verschoben. Ich hasse das. Ne? Moment. Diesmal merke ich es ja Gott sei Dank relativ zügig. Ich weiß nicht, was da los ist, warum das OBS immer umstellt. Es tut mir wahnsinnig leid. Heute Mittag in der Folge, wie ich sie aufgenommen habe, glaube ich, habe ich es noch geändert. Ich weiß nicht, ob das an Sims liegt oder ich... Nerv. Nerv, nerv, nerv. So, ich muss mal gucken, ist der hier schon fertig? Der ist tatsächlich schon fertig. Jetzt brauchen wir noch die Goldinjektion. Nee. Oh. Oh, ich glaube, das haben wir tatsächlich ver... Oh. Das haben wir... Die haben wir versaut. Shit. Aber wir haben ja nur noch die Silberinjektion. Aber die goldene hatten wir schon. Oh nein, da habe ich tatsächlich nicht aufgepasst. Die Laugeninjektion hätte ich nicht nehmen dürfen. So, Silberelixier, da brauchen wir die Ordnungslösung, okay. Nee, halt, warte mal, Silberinjektion haben wir doch. Moment, stopp, 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 langsam. Kira, eins nach dem anderen. So, warte mal, hier, da. Genau, da können wir die drei hermachen, ne? Die Kleberinjektionen, die sind ja... Oh, ganz vergessen, dass das so ist. Achso, nee, wir müssen tatsächlich erst das Silber... Okay, dann die Gesundheitslösung. Was ist denn gesund? Eigentlich nichts von die Blümchen, ne? Ja. So langsam habe ich den Dreh raus, ne? So langsam geht's. So, eine Blümchen machen wir noch und dann zack, die
Bohne. So. Achso, eigentlich müssen wir uns um die Katzen kümmern, ne? Achso, aber da brauchen wir ja tatsächlich auch die weiße Farbe noch. Also das ist ja mit dem ein bisschen nicht so wirklich gemacht. Warte mal, dann müssten wir... Also, wir machen ja erstmal hier, ne, wenn wir sowieso hier sind, Silberelixiere. Oder können wir auch gleich die 6 Stück herstellen. 1, 2, 3, 4. Ja, mit den dunklen Sachen, da müssen wir dann mal gucken. Ich glaube, die müssen wir dann tatsächlich selber herstellen. Und die dann im Prinzip, nee, weißes Staub wollte ich eigentlich nicht nehmen, aber mir bleibt ansonsten nur die Verlangsamung. Mist. Na gut, dann nehmen wir jetzt mal hier die 10 Stück, weil wir ja den weißen Staub brauchen wir ja tatsächlich auch für die Herstellung der Keramikurnen, der Marmorurnen. Genau, da müssen wir ein bisschen gucken, aber das kriegen wir schon hin. So. Ich weiß halt tatsächlich nicht, wo wir jetzt dann dieses Schreiben bekommen, was der Episkop haben möchte. Da müssen wir dann nochmal ein bisschen nachgucken. Oh, es geht genau. Ja. Dum, dum, da, dum, dum, da, da, dum. Ach, schön, hat sie es versemmelt. Oh, wir haben gar nicht mehr die Möglichkeit. Oh, wir haben kein Wasser mehr, alles klar. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufräumen, bevor wir jetzt hier gleich weitermachen. Muss auch erstmal gucken, wo ich das goldene Dingsbums hingeschmissen habe. Die Kerzen sollten wir auf alle Fälle mitnehmen, sonst nehme ich die anderen mit und das wäre dann tatsächlich nicht so gut. So. Hier ist es nicht drinnen. Hier ist es drin, das Goldene. Ne, ich bin echt gespannt. So, die können wir auf jeden Fall hier reinmachen. Jetzt wird es natürlich hier wieder ein bisschen eng. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle schauen, dass wir... nee, Moment. Langsam. Dass wir die Haut mitnehmen. Genau, so passt es jetzt. Ach so. Ja, Scheibenkleister. Mit dir ärgere ich mich jetzt tatsächlich. Ne? Die Silberinjektion kann ich noch machen. Okay, ey... Haut mich, ich werde dann halt einfach mit einem roten Kopf einpflanzen. Dann ist halt so. Oder ich mache sie zu einem Zombie. Ich weiß auch noch nicht. So. Nicht so viel rumtrödeln, Fräulein, sonst geht das wieder nach hinten los. So, euch mache ich jetzt erstmal alles hier rein, damit ich hier gar nicht groß irgendwie da den Überblick behalten muss. So, das habe ich dabei. Kerzen. Mist, das Gedönsdings hier, ne? Ich habe gar keinen Weihrauch mehr. Ja. Und so kann man sich den Teich halt auch verplempern, ne? Raumspray. Okay, das geht. Das ist in Ordnung. Brauchen wir ja Gott sei Dank auch. Hallo? Könntest du mal bitte... Danke. So. Einmal Weihrauch. Da haben wir ja auch eh bloß im Moment die 2. Von daher... So, Kerzen haben wir hergestellt. Die müssten hier drinnen sein, genau. Oh, wie viel nehmen wir denn mit? Keine Ahnung. 12? Vielleicht reicht das mit den 14 und wenn nicht, ist nicht so schlimm. So. Oh, da ist ein Glauben drinnen. Das ist aber schön. Dann machen wir... Nee, natürlich reicht es nicht, ne? So, warte mal. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht reicht. So. Ja, oder? Rechts doch? Doch, ich glaube schon. Hier machen wir die anderen Kerzen rein. Genau, nee, doch, geht genau auf. Das ist super. Boah, echt, guckt euch das an. 138, ne? Hier, krass. Boah. Mega gut, ich bin mal gespannt. Wir hatten 5 Glauben, hatten wir tatsächlich schon im Inventar. Jetzt schauen wir dann mal. Ich bin gespannt. Lasst uns für diesen Segen beten. Eieieiei. 9, 10, 28, ne? Und dann müssten es eigentlich doppelt so, also 28 nochmal sein und dann nochmal die Hälfte, also nochmal 14 dazu. Uah. Holy shit. Ja, krass.
Guck mal, wie viele Leute wir hier drinnen haben, ne? Es läuft, ne? Es läuft langsam richtig gut. Ja, 75 Glauben haben wir bekommen durch das Gebet, ne? 75. Mega. So, 2,1797. 2,17 hatten wir, ja. Das ist Wahnsinn. Richtig gut. So, hey, hier. Ja, ich weiß tatsächlich, ehrlich gesagt, gar nicht so recht, wo ich jetzt dann ihm tatsächlich, wo ich das herbekomme. Von wem können wir sowas bekommen? Aber es steht halt jetzt auch nicht wirklich irgendwo, ne? Wir müssen noch den Nachtisch herstellen. Dann können wir diese fünf Dinge auch mal endlich fertig machen. Ja, diese Liebesgeschichte, das wollten wir dann ja nächste Woche angeben, also nach der nächsten Zeremonie, ne? Da wollte ich ja mal gucken, dass ich vorher so ein cooles Ding herstelle, ein Bier höchster Qualität, das sollten wir jetzt dann auch wirklich hinbekommen. Genau, ja, eigentlich steht hier nirgendwo, wo wir hier so ein Ding, naja, wir gucken mal. Jo. Ist ja noch eine Kiste. Habe ich die gebaut? Echt? Ich habe die Kiste gebaut. Cool. So. So langsam geht das los. Ne? Okay, hier können wir aber im Moment noch nicht wirklich viel machen, aber das ist auch nicht so schlimm. Jetzt gucken wir auch direkt mal nach unseren Leichen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Ja, gut. Dann ist halt so. Oder machen wir sie jetzt zu einem Zombie? Ich meine, bei einem Zombie ist es, glaube ich, tatsächlich nicht ganz so schlimm, ne? 99%. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Wir brauchen ein Blut. Ja, ich weiß. Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich das Blut aufheben, ne? Mit Schlange und so. Und, ja, keine Ahnung. Ist halt jetzt so. Dann dauert es halt. Bis jetzt sind es ja keine, ne? Wenn es dann halt noch 2 Wochen dauert, dann dauert es eben halt noch 2 Wochen. Shit happens. So, aber ja, die Zombies brauchen wir ja. Ne? Es ist ja wirklich so, dass ich jetzt dann, ja, das, ja, nicht so ist, als wenn wir nicht Möglichkeiten hätten, da den Faden zu verlieren. Den habe ich definitiv immer, jederzeit. So, jetzt gucken wir mal hier, die Leiche nehmen wir jetzt mal raus. So, und jetzt passe ich aber besser auf. 3 habe ich schon mal. Dann hätte ich 4. Hier würde tatsächlich nicht gehen, ne? Weil da ist ja schon 3. Genau, so auch da wieder keine Lauge nehmen. Wo stelle ich dich denn jetzt hin? Möglichkeiten haben wir ja ein paar. Da müssen wir mal gucken. Hier unten ist im Moment keiner, ne? Aber da sind auch im Moment keine Kisten da. Der hat nichts zu tun. Achso, na, dann bringen wir den, pass auf, dann machen wir das wirklich so, dass wir den hochbringen zum Wein und der dann halt für den Transport zuständig ist, ne? Das ist ja dann nicht so schlimm, dass der den einen roten hat. Zählt ja, der zählt ja nicht. So, genau. Weiß nicht, was der für eine Effektivität hat. Das wird mir, ja, trotzdem 25%, also alles gut. Alles gut, ne? Oh, der hat alles auf einmal genommen? Echt jetzt? Okay, also du hast jetzt hier noch 2-mal, dann kannst du auch hier nochmal machen. Du hast jetzt nur noch den. Okay. So, mal gucken. Wir werden sehen. Es wird schon alles so laufen, wie es laufen soll, ja? Okay. Was machen wir denn jetzt? Jetzt werden wir mal das Eisen wegmachen. Ich frage mich tatsächlich, wo ich das Gold herkriege, ne? Weil hier ist ja immer nur Silbernuggets. Gibt es das Gold tatsächlich dann nur unten im Keller? Kann ich die Ebenen, die ich schon mal besucht habe, nochmal besuchen und das ist dann halt alles weg? Oder kommt das irgendwann, wird das resettet sozusagen? Also es sind noch ein paar Fragen offen. Schauen wir mal. So. Eine goldene Geschichte können wir ja noch nicht machen. Das funktioniert leider noch nicht. Wir können jetzt aber mal... Der Händler kommt ja im Prinzip am nächsten Tag. Das heißt, wir schauen einfach mal nach... Nach Backwaren oder nach ja, achso, da brauchen wir Gebäckteig.
Ich würde gern Kuchen herstellen oder so, ne? Das fände ich irgendwie toll. Ich habe gar nicht so wirklich... Dann müssen wir halt vielleicht mit dem Wackelpudding irgendwie, aber da habe ich jetzt keinen grünen Schleim. Da bin ich jetzt so ein bisschen Gebäckteig. Ja, können wir 4 Stück können wir herstellen. Ja, doof, ne? Aber pass mal auf, dann nehmen wir halt, dann machen wir halt einfach mit den Trauben. 1, 2, 3, 4. Machen wir silberne, ne? Weil Gold. Wir könnten auch Gold machen. Wir könnten auch Gold machen, dann haben wir wirklich, dann sind wir halt auf der sicheren Seite mit diesem Abendessen. Der hat hier gerade nichts zu tun, das heißt, da schauen wir auf alle Fälle mal. Okay. Mal schauen. Dann schmeißen wir nämlich jetzt mal so eine Traubentorte rein. So eine goldene. Wieso habe ich denn jetzt keine Traube? Hä? Ich habe doch gerade eine goldene Traube. Was? Hä? Warum? Warum? Verstehe ich nicht. Jetzt hat er die halt aus dem Inventar genommen, statt die aus der Kiste. Wie? Wenn man eigentlich bedenkt, dass ich die gerade benutzen wollte, ne? So. Dann einmal das da, damit es ein bisschen schneller geht, ne? So. Gut, abgespeichert ist. Sehr schön. Jetzt müssen wir dann mal das, was wir im Inventar haben, ne, mal wieder reinschmeißen. Ja, hier können wir die 16... Aha, können wir nicht machen. Wir brauchen erst... Nee, nicht Graphit, sondern hier. Da machen wir einfach mal die 200 rein. So. Eisenstücke. Dann nehmen wir die 60. Das dauert dann eine Weile, bis die fertig sind, ne? Hier. Hier haben wir auch nicht mehr viel. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal was nachlegen. Ja, da können wir auch 200 nachlegen. Das passt dann schon. So. Silberwaren. Die stellen wir her. Ich weiß zwar nach wie vor nicht so richtig, wofür wir die jetzt brauchen. Weil hierfür zumindest nicht. Aber wir gucken einfach mal, ne? Ich glaube, ich hole mir dann halt einfach für 1,50 nochmal so ein Schwert. Weil es kostet jetzt halt ein bisschen... Ach so, ja, stimmt, das können wir machen. Wir können mal die Sachen nach hinten bringen zum... Ach, na, wir können mal die Sachen wegbringen und dann ein Fest feiern. Ich glaube, das wäre jetzt gar nicht so die schlechteste Idee, ne? Und dann können wir mal... Wasser brauchen wir. Wasser, warte mal. So, 50. Genau. Stand da gerade tatsächlich, dass wir 2 Torten rausbekommen haben. Tatsache, das ist ja genial. Hervorragend. Das ist richtig praktisch, weil das geht dann richtig gut auf. Okay, gut, dann nehmen wir jetzt mal den Aluhol, den wir hier haben. Hier haben wir keinen. Hier haben wir auch keinen. Da haben wir. Da können wir nochmal ein bisschen auffüllen. Ist jetzt natürlich nicht viel, aber Horadrik freut sich ja über ein Bierchen. Das bringen wir ihm jetzt einfach gleich mal. Und den Rest bringen wir dann einfach zu uns. So, hier sind die Kisten noch. Das ist vom letzten Mal noch. Cool, diesmal werden wir, glaube ich, ein bisschen mehr Geld bekommen. So. Hier. Mann, das ist ja wirklich cool. Du bist ein guter Braumeister, weißt du? Geh mal nach oben und hol dir die Schriftrolle von meinem Tisch. Das ist mein Geheimprojekt. Ein Honigbier. Ein Honigbier, das finde ich ja toll. Weil, ja, ne, weil Honig, achso, ich habe einfach Fragen, keine Fragen. Ich habe keine Geschichte. Dein Vater, das dauert alles noch ein bisschen. Ja. Können stöbern gehen. Okay, er lässt uns nicht stöbern, schade. Wo ist denn jetzt die komische Schriftrolle? Was hat er gesagt? Ich habe nicht aufgepasst. Ach, auf dem Tisch, ne? Öffnen. Spezielles Bier. Wow!
Ein Homemade. Ja, wie genial. Ja, krass, cool. Mega gut. Was brauche ich dafür? 17 und 5 gibt es, okay. Ich hoffe, ich brauche massig Honig, damit sich das mit dem Honig endlich lohnt. Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich... Achso, können wir vielleicht hier bei dem nochmal irgendwas... Nicht heute. Na gut. Ich habe tatsächlich echt schon überlegt, ob ich den Honig einfach zerstöre, weil der mir ja das ganze Inventar, also die ganzen Bau... Ah, das Inventar war bestimmt voll. Weil es mir das ganze Inventar, die ganzen Kisten voll haut. Und es ist halt super und cool, ne? Wenn du, ja, wenn du einfach keinen Platz mehr hast. Das macht dann halt auch tatsächlich einfach keinen Spaß mehr. So, ihr Lieben. Was gibt's hier? Ein Gold 52. Naja, könnte ja ein bisschen mehr sein, ne? Zeig mir dein Zeug. Immer noch so viel Zeug übrig, aber irgendwie... hallo. Danke. Ja, ja, gleich. So, hier, fest. Ja. Juhu. Okay. Event-Einkommen, Gesamteinkommen. Naja, hätte ja auch mehr sein können, ne? Aber ist nicht so schlimm. Wir verzeihen euch. So. Hier kommt das Bierchen rein, hier kommt das Bierchen rein. Jetzt sieht das doch alles schon so viel cooler aus. So. Obwohl es eigentlich Quatsch, sich durchzuporten. Ne? Ich meine, der Weg ist jetzt nicht so weit und wir müssen eh runter in den Keller. Zur Leiche. Leiche. Und dann die Abendessen. Das kriegen wir hin. Mit den Burgern, mit den Traubendingern müssten wir das eigentlich hinbekommen. Vielleicht können wir auch nochmal was anderes herstellen, statt der Burger, weil eigentlich die Burger sind ja ganz gut zum Verkaufen, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir einfach mal schauen. So, jetzt müssen wir hier nochmal eine Injektion machen. Kleber haben wir jetzt. Genau, jetzt kommt die Silberinjektion und dann sieht das doch schon gut aus. 2, 4, 6, 8, 9 von Hause aus. Das ist natürlich genial. Ja. Jetzt haben wir noch 3. Ja, aber das geht auch. Plus eine Kleber, dann haben wir 10. Das ist okay. So. Da. Gott sei Dank. Achso, das können wir dann gleich mal rausmachen. Draußen hin machen. Dann haben wir da nämlich... Das ist gut. So. Achso, dich muss ich aber in die Kühlung packen, sonst sagst du dir irgendwann, ich hab keine Lust mehr. Dann. Oh je, ihr Lieben, ich muss, wenn ich so mit dem Blick auf die Uhr, muss ich bei dem Oh dann leider eigentlich sagen, wir müssen leider gehen. Das ist voll unschön, ich weiß. Tja, was soll ich sagen, ne? Eieromelette, okay. Ich bin neugierig. 63%. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Ah, wir könnten aber die silbernen Burger nehmen. Ja, guck mal. Also 97%, ne? Ja, das ist in Ordnung. Und er hat ja nicht gesagt, dass es nicht das gleiche sein darf, ne? Also von daher... Ach, hier könnte man tatsächlich auch so eine Suppe nehmen, ja? Okay, das ist cool. Ja, warum nicht, ne? Wir machen mal ein bisschen Unterschied. So, okay, gut. Nee, wir gehen jetzt aber trotzdem zuerst essen, zuerst schlafen. Wir machen dann morgen früh die Dinger fertig, ne? So, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart. Lasst euch gut gehen. Wir sehen uns dann morgen. Ciao, ciao!